wir sehr am Anfang ein. Also zwei der Hauptfiguren sind einmal der gute Ingmar. Der ist zu dem Zeitpunkt, müsst ihr euch vorstellen, Mann mittleren Alters in seinen 50ern und wirklich komplett am Boden zerstört. Ist eigentlich so, dass das Leben für ihn keinen Sinn mehr ergibt. Obdachlos in Berlin. Er hat eine sehr wilde Geschichte, wie er da überhaupt hingekommen ist, weil ein paar Jahre zuvor war er sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und wir sind jetzt, steigen da ein, wo ihn sein eigentlich letzter verbliebener Freund dort in Berlin, der gute Tobi, als ein Freigeist, ein kleiner Hippie, dem auch immer dran gelegen ist, gerade den Menschen zu helfen, die die Gesellschaft nicht mehr beachtet. Und er hat ihn wieder im Park aufgegabelt und nimmt ihn jetzt mit zu sich. Und genau da steigen wir jetzt mal ein. Tobi zog einen Bauzaun zur Seite, gab Ingmar mit einer zackigen Kopfbewegung zu verstehen, durch die kleine Öffnung zu steigen. Mit dem Gesicht streifte Ingmar erstmal volle Breitseite einen Dornbusch. Das Gestrüpp war so dicht, dass er bei der aufkommenden Dämmerung nicht ausmachen konnte, wo es hier langgehen sollte. Er ließ Tobi wieder den Vortritt. Nach wenigen Minuten und diversen Wurzelstolperern waren sie endlich da. Inmitten des urwaldartigen Großstadtgrüns tat sich ein kleiner Platz auf, nicht größer als 10x10 Meter, schätzte Ingmar. Die Lichterketten an Tobis Wagen funkelten, ließen die Szenerie unwirklich erscheinen. Wie zur Hölle hat er denn diesen Koloss hier hinbekommen? Eigentlich auch egal, solange er diese göttliche Couch noch hat, dachte sich Ingmar. Rechter Hand an Tobis Heimstatt anschließend, leicht schräg, stand ein mit psychedelischem Graffiti verzierter Wohnwagen. Das musste wohl der von diesem Pierre sein. Ach ja, da wohnt Pierre. Also welcome again, Ingo. Meine Bude ist deine Bude, weißt du ja. Kurzer Einwurf. Tobi nennt Ingmar immer Ingo. Das hat sich bei ihm so eingebürgert und irgendwann hat Ingmar auch aufgegeben, ihn noch zu korrigieren. Und was ihr vielleicht auch noch wissen müsst, Tobi liebt es auch, Anglizismen zu verwenden. Also nur da schon mal hinsichtlich seines Sprachgebrauchs. Ingmar ließ sich erschöpft auf einen der ausgeblichenen Liegestühle fallen, pellte die Schuhe von den aufgeweichten Füßen. Während er so ins Nichts glotzte, den Mund halb offen, sprang Tobi von A nach B, verschwand hinter C, um nach kleinem Umweg über D und A, was vergessen bei B, in Windeseile ein Lagerfeuer zu entfachen. Es britzelte und bratzelte. Die Füße, fast ein wenig zu nah an den Flammen, nahmen die Verkrampfung in Ingmars Gliedern langsam ab. Er taute auf, fühlte sich schlecht, heute bislang so mundfaul gewesen zu sein. »Sag mal, Tobi, hast du vorhin nicht irgendwas von Essen gesagt?« »Tobi?« Er drehte den Kopf nach hinten. Tobi war schon wieder weggesprungen. Da knarzte das Fenster, hinter dem sich die Einbauküche im Wagen verbarg, auf. Ein Bart lugte hervor. »Ich hab hier so ein leckeres Curry. Geile Linsen gefunden letztens. Ordentlich Ingwer drin. Und nochmal aufgewärmt, entwickelt das erst so richtig sein volles Potenzial.« Ingmar musste lachen. In den wenigen unbeschwerten Momenten, die er ab und an noch hatte, war Tobi anwesend. Tobi hielt all die Versprechen ein, die Alkohol nie einlösen konnte. Und trotzdem soufflierte ihm jeder einzelne Schluck, das ultimative Heilmittel für jedes seiner Probleme zu sein. Der einzige Haken daran? Jedem Schluck musste ein weiterer folgen, der den vorhergegangenen vergessen machte und den nächsten mit Engelskören ankündigte. »Ist da Zitronengras drin?« »Ich hasse Zitronengras. Schmeckt wie Spülmittel.« »Nee, Mann, das gibt's beim Vietnamesen und Thai. Aber die Inder haben damit nix am Hut.« Endlich was Warmes, endlich wieder was, das nicht nach Pappe schmeckte. Es schmeckte, sogar richtig gut. Seine Geschmacksknospen wussten nicht, wie ihnen geschah. Sein Magen krümmte sich. Er aß viel zu schnell, schaufelte, vergaß fast das Atmen zwischen den Bissen, wollte sich in der Schüssel suhlen. Auch wenn er mal ein Verständnis dafür besessen hatte, was zu Tisch angemessen war und was nicht, jetzt leckte er die Schüssel aus. Das wohlige Grunzen nahm Tobi als Kompliment. Sie hingen in den ausgeleierten Liegestühlen, die Hände auf den Bäuchen, die Blicke gen Nachthimmel. Mitten in der Stadt war natürlich, dank kolossaler Lichtverschmutzung, nichts mit endlosem Sternenhimmel. So etwas wie Zufriedenheit hing dennoch in der Luft.
Sie schwiegen sich an und sagten damit alles, was es in dem Moment zu sagen gab. Selbst der talentierteste und einfühlsamste Dichter hätte nicht ausdrücken können, was sich hier gerade abspielte. Zwei Gestalten, unterschiedlich bis in die letzte Zelle und dennoch so eng verbunden. Unter Millionen von Individuen waren sie ineinander gelaufen. Jeder von ihnen eine der Gestalten, die vom Gros der Menschen entweder nicht gesehen wurden oder denen man in weitem Bogen aus dem Weg ging. Traurige Wurmfortsätze der Gesellschaft, die nicht wirklich eine Funktion im kapitalistischen Sinne hatten, aber auch nicht eben mal auf die Schnelle entfernt werden konnten. Abstumpfung durch wiederholte Konfrontation führte dazu, dass die meisten Großstädter gut damit leben konnten. Gehörte halt dazu wie der After-Work-Drink auf der Dachterrasse vom Soho-Haus. Der eine gewinnt, der andere verliert. Nächstenliebe, Fürsorge, Solidarität waren nur angesagt, wenn man sie reichweitenfördernd auf Instagram oder LinkedIn verwursten konnte. Soziale Medien. Tobi ruhte gerade seine Augen aus, da sprach Ingmar heute zum ersten Mal, ohne davor etwas gefragt worden zu sein. Danke, Mann. Auch wenn das Fleisch gefehlt hat. Ich hab schon Schlechteres gegessen. Aus Ingmars Mund war das ein Kompliment par excellence. Weil es einfach keine positiven Ereignisse mehr in seinem Leben gab, hatte er verlernt, etwas Schönes wertzuschätzen und es gegenüber einem Mitmenschen auch entsprechend zu äußern. Er war zum harten Knochen mutiert, ständig am Knurren, aber zu kraftlos, um tatsächlich zuzubeißen. »Es war mein Pleasure, echt ey«, retournierte Tobi unaufgeregt. »So unfassbar nonchalant«, dass damit in Handumdrehen der Schlusspunkt hinter das Dankesprozedere gesetzt war. Tobi wusste ganz genau, wie viel Überwindung es Ingmar gekostet hatte, sich für seine Verhältnisse so weit aus dem Fenster zu lehnen. Er hatte es sich bewusst zur Aufgabe gemacht, diesen verschrobenen Klotz Schritt für Schritt wieder dazu bekommen, die Dinge beim Namen zu nennen und Gefühle zuzulassen. Tobi bezeichnete solche Regungen als Seelenatmer, ohne die man irgendwann zu ersticken drohte. Auch wenn Ingmars Herz, rein biologisch betrachtet, nach wie vor schlug, Leben konnte man das nicht nennen. Ingmar war Menschenhülle, leere Taschen, leerer Blick. Das Curry hatte ihn ein Stückchen zum Licht gezogen. Auf so vielen Ebenen hatte es seinen dauerhaft betäubten Appetit angeregt. Und dieser Pierre, was macht der so? So etwas wie Eifersucht schwang in Ingmars Frage mit. Tobi überhörte die Färbung. Emotionen, die mit Besitzansprüchen, insbesondere auf Mitmenschen, verknüpft waren, hatte er wie das Lügen aus seinem Habitus gestrichen. Es kostete nur unendlich Kraft, die er viel lieber für seine kosmischen Ausflüge nutzte. Ganz hoch fliegen, ohne den Ausstoß von Kohlendioxid. Das konnte Tobi ziemlich gut. »Jo, der Pierre ist ein guter.« »Tänzer ist er, so mit ganz viel Ausdruck. Wie der sich verbiegen kann, das musste man sehen. Schon irgendwie Ballett, aber noch viel abgedrehter. Ich war da mal bei einer seiner Performances. Es war in einer alten Schlachterei. Der Geruch von Kadavern hing da noch in der Luft. Die ganze Truppe hatte Schuluniform an, mit so Schrubbern bewaffnet haben die die Fliesen da bearbeitet. Mit Blut beschmierte Tiermasken hatten die auf ihren Köpfen, so weird.« »Naja, schwer zu erklären, hättest du dabei sein müssen. Meins war es nicht, aber vielleicht war ich auch zu truff, um es zu verstehen.« »Truff sein«, dachte sich Ingmar, »das wäre es jetzt.« In dem Moment fing Tobi an, einen Joint zu rollen. Vielleicht gab es ja doch sowas wie einen Gott. Trotzdem war er die meiste Zeit ein elendiger Wichser. Immer mal wieder so kleine Brotkrumen von Glückseligkeit hinwerfen, und einen dann aber sofort im Anschluss wieder mit dem Gesicht ins Urinal drücken. Ingmar kannte diese Auf- und Abs nur zu gut. Aus Cannes kommt der Pierre, reiche Family, Parfümproduzenten. Aber er stand neben Frauen auch auf Männer, wollte in den Ballettunterricht, als er 4 war, hatte keinen Bock, das Imperium zu noch mehr Kohle zu führen. Mit Anfang 20 machte er die Fliege. Packte 2 Koffer, hatte es eh nie so mit materialistischem Krimskrams, und düste in seinem alten Citroën gen Norden. Letzte Amtshandlung in seinem Elternhaus? Er kackte seinem Vater auf den Schreibtisch. In den Haufen steckte er noch eine Karte, auf der geschrieben stand, »Merci pour rien«. Haha, scheint ein witziger Kerl zu sein, dieser Pierre. Ingmar hechelte mehr, als dass er lachte.
Endlich reichte ihm Tobi die glühende Lunte rüber. Dieser süßlich-würzige Duft. Er wollte sich wirklich zügeln, aber er zog und zog. Seine Lunge füllte sich, er hielt für ein paar Sekunden die Luft an, um die Wirkung zu verstärken. Dann ließ er den dichten Rauch nach und nach entweichen. Und noch ein Zug. Früher hatte er nichts als Verachtung für Kiffer übrig. Nutzloses Abhängen, faul, nix gebacken bekommen. Wenn er sein Kind dabei erwischt hätte, dann aber Gnade ihm Gott. Natürlich sollte man seine Kinder nicht schlagen. Aber irgendwo ist dann auch mal eine Grenze erreicht. Mittlerweile war das Kiffen mit Abstand das harmloseste, was er drogentechnisch seinem Körper zuführte. Raubbau an Leib und Seele. Plötzlich rumpelte es ganz fürchterlich in Pierres Wohnwagen. Es bollerte, es ratschte, Keramik zersprang, ein tosender Wirbelsturm auf kleinstem Raum. Hatte der Wohnwagen gerade einen kleinen Satz gemacht? So schnell es ihre sanfte Benebelung zuließ, schreckten Ingmar und Tobi auf, sahen sich an, drehten sich um. So, hier machen wir jetzt mal den ersten Punkt. Da will ich euch auch nicht schon mal vorwegnehmen, was genau da sich im Wohnwagen jetzt zuträgt. Tobi hat den guten Ingmar eben dort, wo er als Obdachloser immer so rumhing in Parks, an U-Bahn-Stationen und dort immer wieder getroffen hat, ein Auge für diesen Menschen, und Ingmar fiel ihm da besonders ins Auge. Und ja, gut, dann sind wir jetzt an einem Punkt, es wird nämlich dann recht schnell recht absurd, denn der gute Tobi bekommt plötzlich einen anonymen Anruf und wird in eine Spielothek in der Neuköllner Sonnenallee gelotst und weiß gar nicht, was genau los ist. Und da ist auch ein sehr merkwürdiger Kauz, der ihm einen Briefumschlag mit sehr viel Geld überreicht und ihm sagt, dass sein Vater in Schwierigkeiten wäre und er sich doch bitte jetzt tunlichst dran machen sollte, den Vater ausfindig zu machen. Und das ist nämlich recht spannend, weil Tobis Vater, ein verschrobener Wissenschaftler, die Familie, als er noch Kind war, von einem Tag auf den anderen in der Nacht- und Nebelaktion einfach verlassen hat und er seitdem kein einziges Wort mehr von seinem Vater gehört hat und jetzt auf ja eine kleine Schnitzeljagd von seinem Vater anscheinend geschickt wird und er aber überhaupt nicht weiß, ob er jetzt in großer Gefahr ist und was es damit auf sich hat. Und neben diesem Batzen Geld gab es auch einen Schlüssel zu einem alten amerikanischen Sportwagen, den sie dann gefunden haben. Und sie, bevor sie sich jetzt auf die Reise machen, aus Berlin losdüsen, meint der gute Tobi ja, wenn wir hier loslegen. Und es sind nämlich Ingmar, Tobi und den Pierre haben sie noch mit eingepackt. Dann brauchen wir auch die richtigen Outfits, um überhaupt auf so eine Reise zu gehen. Und da steigen wir jetzt ein, wie sie sich noch einkleiden. Wie überdrehte Kinder hüpften sie zurück ins Auto. Fenster runtergedreht, keine Klimaanlage, versteht sich. Radio aufgedreht, schnell umgedreht, dabei sämtliche Verkehrsregeln missachtet und ab zum nächsten Zwischenstopp, die neue Klamotte musste ran. Auch diesbezüglich galt weiterhin das Motto: Geld spielt keine Rolex. Denn Tobi steuerte den Berliner Konsumpalast schlechthin an, das KDW. Zwar vielleicht nicht mehr ganz so mondän wie zu Ost-West-Zeiten, aber exklusiv aufgrund von Prädikat sehr kostspielig war es weiterhin. Immerhin, jeder durfte mittlerweile rein, was vor allem Touristen mit Fischerhut auf dem Kopf, Tagesrucksack auf dem Rücken und Starbucks Frappuccino in der Hand nur zu gern wahrnahm. Den goldbeschmuckten Damen Ü70, die mit ihrer sonnengegerbten, aber künstlich brutal gestrafften Raucherhaut Champagner und Austern verköstigten, fotografierte manch einer zu tief in Teller und Ausschnitt. Ein Zoo der Begehrlichkeiten, und das Aufregendste dabei, man war mittendrin im Gehege. Der Security am Eingang musterte die Dreiergang skeptisch. Diese aber dachte sich nur: Wenn du wüsstest. Die Überheblichkeit dieses Stiernackens, wie auch der sie anschließend beratenden Fashion-Fachkräfte, perlte an ihnen ab wie Olivenöl auf Teflonpfannen. Je mehr die Damen und Herren stöhnten, um ihrer abschätzigen Haltung Nachdruck zu verleihen, desto mehr genossen Tobi, Ingmar und Pierre,
sich in unbekannte Modewelten zu begeben. Aus dem anfänglichen Plan, sich in identische Outfits zu werfen, wurde am Ende dann aber doch nichts. Zu groß die Auswahl, zu verschieden die Geschmäcker, zu verlockend der Gedanke, die beiden anderen an Absurdität übertrumpfen zu können. Schnell wurde ihnen klar, nur weil ein Hemd 350 Euro kostete, bedeutete es nicht, dass es hinsichtlich ästhetischer Aspekte eine Daseinsberechtigung besaß. Gold und Glitzer und Metallic-Look, soweit das Auge reichte. In den meisten Fällen stieg mit der Größe des abgebildeten Markenlogos ebenso der Preis. Understatement schien nur bei den wenigsten Luxusdesignern eine Rolle zu spielen. Diese Beobachtung bestärkte Tobi in seiner Annahme, dass die meisten Menschen, die derlei Kleidung trugen, selbst nicht allzu viel zu bieten hatten und sich deshalb über Preisschilder und Markenlogos aufwerten mussten. Sie taten ihm leid. Wo war da noch Raum für was Echtes? Nicht, dass er diese Kapitalismusopfer verabscheute. Es war eher Mitleid, was er verspürte. Am liebsten hätte er für diese verlorenen Seelen eine WG eröffnet. Dass dies sektenähnliche Züge angenommen hätte, wenn er seine Vorstellung verwirklicht hätte. Na und? Bekämen diese Menschen dadurch erfüllendere Perspektiven und vor allem mehr Bewusstsein für das Miteinander, für gegenseitige Rücksichtnahme, wäre er sogar bereit gewesen, sich zum Guru aufzuschwingen. Sekte oder Weg zum Licht? Immer eine Frage des Blickwinkels. Siehe Terrorist oder Freiheitskämpfer. Nachdem sie sich zwischenzeitlich eine perfekt gekühlte und zudem sehr schmackhafte Flasche Weißwein geordert hatten, um bei all der Anprobiererei nicht zu verdursten, bemerkte Ingmar irgendwann beiläufig die Uhrzeit. »Jungs, wir sind hier jetzt schon über 3 Stunden zugange. Lass uns mal zu Potte kommen. Es gibt ja nach wie vor einen Vater, den es zu suchen gilt. Oder liege ich da falsch?« Wie zwei auf frischer Tat beim Abschreiben ertappte Schüler versuchten Tobi und Pierre, den Blick von Ingmar auszuweichen. Schwupps war er wieder in der lange vergessenen Vaterrolle. Genauso wie Radfahren konnte man das anscheinend nicht verlernen. Betröppelt reinschauend versprachen die beiden, sich zu beeilen und schleunigst zu entscheiden. Tobi hatte bei der Hinfahrt beschlossen, dass jedem ein Budget von 1.000 Euro zur Verfügung stünde. Keiner bemühte sich, dies nicht bis zum Letzten auszuschöpfen. Pierre rechtfertigte diesen kapitalistischen Exzess damit, dass er das Ganze ja mit ironischer Distanz durchführte und sogar metaebenentechnisch durch diese Handlung das verhasste System von innen bekämpfte, mit den eigenen Mitteln schlug. Dass diese Argumentation so überhaupt keinen Sinn ergab, verstand er in diesem Moment nicht. Sie hatten diese Form der überschwänglichen Gönnung doch auch mal verdient. Karma! Karma, Bitches! Trällerte Tobi der extrem genervten Verkäuferin zu, einen leidenschaftlichen Luftkuss hinterher schickend, als sie sich in Richtung Kasse aufmachten. Ingmar, ganz seiner derzeit zurückhaltenden Persönlichkeit entsprechend, entschied sich für einen luftig leichten Sommeranzug in Marineblau, dazu ein weißes Versace-T-Shirt mit roséfarbenen Längsstreifen. Babyblaue Wildlederslipper rundeten den erstaunlich stimmigen und nicht allzu aufdringlichen Look ab. Tobi hingegen sah aus wie ein Papagei. Die wildesten Muster paarte er mit einem Schmerzen hervorrufenden Farbmix. Aber zu ihm passte es. Es spiegelte seine Persönlichkeit wider. Dem mussten auch Pierre und Ingmar zustimmen, als er sie zu einer ehrlichen Einschätzung nötigte. Kurze Hose und Kurzarmhemd, dazu Bootsschuhe aus weißem Krokoleder. Ein Bild für die Götter. Um es zu präzisieren, für die Götter des Anti-Stils. Am meisten auf die Kacke haute jedoch Pierre. Er sah aus wie eine Litfaßsäule, zugekleistert mit Logodrucken und Brandstickereien. Seine Form der Rebellion. Der ganze Aufzug schrie, »Papa, du kannst mich kreuzweise. Fick dich und dein elitäres, nur auf geerbten Vermögen beruhendes und vor allem verlogenes Dasein.« Die Hosen eng und seinen knackigen Po betont, die Sneaker teuer und globig, T-Shirt und Blouson zwar farblich abgestimmt und wie angegossen sitzend, aber in erster Linie volles Rohr proletenhaft. Yachtbesitzer in Nizza, diese Art von Prolet. Auf keinen Fall zu verwechseln mit Türkei-Cluburlaub und dabei tagtäglich am All-You-Can-Eat-Buffet in Dieter Bohlen-Uniform in Camp David auflaufen. Bei Pierre war viel Gold, viel Schwarz und vor allem viel Gucci am Start. Sie behielten alles an, es gab keinerlei Grund, in die Eulenkleider zurückzuwechseln.
Tobi hatte smarterweise nur einen überschaubaren Batzen Scheine eingesteckt, der prall gefüllte Umschlag hätte die Angestellten nur noch misstrauischer gemacht. Das restliche Geld hatte er hinter der Verkleidung im Kofferraum versteckt. Sicher war sicher. Ingmars Weggefährten flirteten, was das Zeug hielt, mit der bildhübschen und resoluten Kassiererin, die das Spielchen gern mitspielte. Tobi und Pierre überboten sich mit jedem Spruch in ihrer Charmoffensive und lehnten sich mit der Anpreisung der eigenen Vorzüge immer weiter aus dem Fenster. Ingmar stand, ihr Selbstbewusstsein bewundernd, daneben und brachte kein Wort heraus. Auf dem Weg zurück ins Erdgeschoss spendierte Tobi jedem noch eine verspiegelte Sonnenbrille. Dem verdutzten Security steckte er einen 20-Euro-Schein in die Hosentasche und küsste ihm behende ein Namaste auf die Stirn. Noch für mehrere Tage tratschten die Mitarbeiter des KDW, was es wohl mit diesen drei komischen Vögeln auf sich hatte. Man schüttelte die Köpfe, zeigte für derlei aufmüpfiges, ja geradezu asoziales Verhalten kein Verständnis. Aber insgeheim wünschte sich der ein oder andere KDW-Festangestellte, die Fesseln des bürgerlichen Gehorsams doch auch mal abwerfen zu dürfen. Nicht so primitiv wie während der sich jährlich wiederholenden Goldstrandabstürze in Bulgarien, sondern irgendwie anarchischer, systemanprangender, vielleicht sogar sprengender. Einfach alles mal mit mehr Haltung und Rückgrat. Nicht immer nur buckeln und nach unten treten. Aber in so extremem Umfang aus der Rolle zu fallen, traute sich am Ende dann doch keiner. Um wahrer Exot und Träumer zu sein, brauchte es eben Mut. Tobi hatte ihn im Blut, Pierre hatte ihn sich über die Jahre erkämpfen müssen, Ingmar bekam ihn per Infusion von Tobi verabreicht und so langsam zeigte die Behandlung auch Wirkung. Oft dachte sich Tobi, belächelt ihr mich nur und lügt euch weiter in die eigene Tasche, dass euch Sportwagen, Kaffeevollautomat und Jet-Set-Wochenenden auf Ibiza Erfüllung bringen. Ihr seid Poser. Ihr macht das alles nicht für euch, sondern nur für die anderen. Runtergebrochen seid ihr wie der Eitle beim kleinen Prinzen. Wenn ihr nicht von anderen bewundert werdet, habt ihr das Gefühl, nicht existent zu sein. Aus euch heraus etwas wirklich Eigenes und Substanzielles zu erschaffen. Das wär's mal. Surprise me. Das ein oder andere Mal hatte er tatsächlich Unterhaltungen mit solchen Typen begonnen. Nicht, weil er sie bloßstellen oder sich über sie lustig machen wollte, sondern weil er wirklich erfahren wollte, was sie bewegte, motivierte, berührte. Aber in den meisten Fällen ging das Ganze nach hinten los. Es kam zu Beleidigungen und teilweise auch zu Handgreiflichkeiten. Obwohl diese Spezies Mann sich selbst als weltoffen, tolerant, liberal bezeichnete, saßen die Scheuklappen sehr eng und pressten das letzte Quäntchen Selbstreflexion aus dem Schädel. In überheblicher Pose drapierten sie sich auf Open-Air-Veranstaltungen linksalternativer Künstlerkollektive, aber nicht um des Anlasses willen. Die Botschaften der Performances oder Ausstellungen wollten sie gar nicht erst durchdringen. Too exhausting. Sie wollten lediglich in ihren Insta-Stories prahlen können, ganz nah am Puls des Berliner Untergrunds zu sein und vielleicht noch die ein oder andere Philosophiestudentin mit in die Loft-WG zu nehmen. Von Tobis Rhetorik waren diese Typen immer überfordert. Ohne sich wirklich Mühe geben zu müssen, konnte er sie schwuppdiwupp auflaufen lassen und eben auch bloßstellen. Und weil er dies ohne jegliche Gehässigkeit und mit absoluter Nonchalance tat, wandelte sich die Wut über die Unfähigkeit zu kontern in Aggression. Es lief immer wieder auf das Gleiche hinaus und deshalb hatte Tobi seine Missionierungsbemühungen bei diesem speziellen Klientel aufs Minimum runtergefahren. So, da hatten wir jetzt den zweiten Part und haben die drei bei ihrem Shopping-Erlebnis begleitet. Und wir spulen jetzt den ganzen Part nach vorne. Die erste Station, auf die es die drei geführt hat, ist tatsächlich ins schöne und beschauliche Trier, ganz in den Westen Deutschlands. Und treffen dort auf eine alte Kollegin von seinem Vater, die seine Assistentin war, als er dort noch an der Uni tatsächlich auch mal war. Und sie führt die nach kleiner Sightseeing-Tour in Trier, die ihnen auch von dem Vater aufgetragen wurde, wo sie noch nicht ganz verstehen, weshalb all diese merkwürdigen Erlebnisse. Führt sie die drei
zu einer alten Mühle mitten im pfälzischen Wald, wo es anscheinend die nächsten Hinweise geben soll oder sie sich fragen, ob sie vielleicht dadurch dem Vater näher kommen und ihn finden. Und genau da steigen wir jetzt ein, wo sie an dieser schaurigen Mühle sind und eintreten. Pierre rechnete mit mehr Widerstand. Es knarzte kräftig im Gebälk, als er die kalte Klinke nach unten drückte und mit der Schulter zusätzlich Druck auf die Tür ausübte. Ein klein wenig musste er hin und her ruckeln. Der Rahmen hatte sich wohl im Laufe der Jahre unter diesen extremen Wetterbedingungen ordentlich verzogen. Aber dann ließ sich die Tür so weit aufstoßen, dass sie sich durchdrücken und den Flur betreten konnten. Die Decke war niedriger als erwartet und das wenige Licht, das noch vor ihnen durch den Spalt geflutscht war, reichte nicht aus, um Genaueres zu erkennen. Es roch extrem modrig, so wie für Enkel der Keller der heißgeliebten Großeltern, aber das Ganze hoch 10. Mit eingezogenem Kopf und angeknipster Handytaschenlampe machte sich Tobi auf die Suche nach dem Sicherungskasten. Es war gar nicht so einfach, da der Boden des Vorraums mit halb verrotteten Kartons und Kisten vollstand. Aus einer der Kisten waren mehrere Konservendosen herausgepurzelt, die sich als gemeingefährliche Stolperfallen entpuppten. Wenn man die Füße beim Laufen wie gewöhnlich anhob und nicht zur besseren Bodenhaftung schlurfend über den Boden zog. Vorräte also. Dem ersten Eindruck zufolge hatte sein Vater auch schlechtere Zeiten à la Dritter Weltkrieg in Betracht gezogen. Tobi hatte einen guten Riecher. Instinktiv war er einer sehr dicken, an der Decke verlegten Stromleitung gefolgt und fand sich so nach wenigen Metern in einer kleinen Kammer wieder, in der der Stromkasten hing, umhüllt von Spinnweben, die schon wie Ringe eines Baumes mehrere Lagen aufweisen konnten und die sich nicht mit kurzem Pusten beseitigen ließen. Mit klopfendem Herzen legte er den Hauptschalter um. Absolut gar nichts tat sich. »Könnt ihr mal probieren, das Licht on zu switchen?« rief Tobi in Richtung Flur zurück. Ingmar tastete sich noch äußerst ängstlich vor und tat wie ihm aufgetragen. Es bitzelte verdächtig laut in der vom Schalter abgehenden Leitung. Sein Mut wurde jedoch mit einer brennenden Birne, wenn auch hektisch flackernd, belohnt. Obwohl es sie in der Mühle mit ihren massiven Steinmauern für einen Hochsommernachmittag geradezu fröstelte, japsten sie nach Sauerstoff. Die Luft war einfach nur stickig, gelüftet wurde hier mit Sicherheit schon lange nicht mehr. Überall, am Boden verteilt, von den Ecken die Wände hochwuchernd, sahen sie beeindruckende Pilzkolonien. Alle nur denkbaren Braunschattierungen gaben sich zum Besten und auch in Form, Gestalt und Größe war eine enorme Bandbreite geboten. Nur in einem Punkt stimmten sie überein. Allesamt schienen sie ungenießbar zu sein, eher sogar giftig und trotz völliger Bewegungslosigkeit irgendwie auch angriffslustig. Im Schein des fallenden Lichts fühlte sich Tobi nicht mehr ganz so sehr als unerwünschter Eindringling, wagte deshalb ein gezittertes »Papa, bist du hier irgendwo?« in den noch unbekannten Teil der Mühle zu schicken. In vielerlei Hinsicht war das ziemlicher Quatsch, wie er sich kurz darauf eingestand. Woher sollte sein Papa wissen, dass er hier angesprochen wurde, und wie sollte er erkennen, dass sein Tobi nach ihm rief? Beim letzten Mal, als das passierte, war Tobi noch ein kleiner Junge mit unentschiedener, kurz vor dem Stimmbruch stehender Stimme gewesen. Und dachte er ernsthaft, dass hier an diesem zugestaubten, pilzbewucherten und säuerlich miefenden Ort derzeit jemand lebte? Derjenige müsste sehr gut im Schweben sein, denn Spuren von Menschen waren keine zu finden. Der runtergekommene Zustand ließ die Angst größer werden, irgendwo auf einen Leichnam in fortgeschrittenem Verwesungszustand zu stoßen. Es ging Tobi dabei nicht mal so sehr darum, dass es höchstwahrscheinlich sein Vater wäre, der da tot in einer Ecke läge. Er hatte erst einen toten Menschen in seinem Leben gesehen. Und das war seine Lieblingsoma gewesen, vom Bestatter sorgsam zurechtgemacht. Diese Erfahrung hatte ihre Spuren hinterlassen. Das Bild verfolgte ihn noch heute, wenn auch verschwommen. Und aus diesem Grund konnte er gut darauf verzichten, in diesem Geisterhaus über einen Leichnam zu stolpern. Die Vergänglichkeit der Dinge war so schon allgegenwärtig in diesem beklemmenden Gebäude. Sie versammelten sich am hinteren Ende des Flures, um ins nächste Zimmer vorzudringen. Die hölzerne Treppe mit ihren vom Holzwurm zerfressenen Stufen ließen sie zunächst außer Acht.
Je methodischer sie sich vorarbeiteten, desto schneller konnten sie wieder abhauen. So Tobis unausgesprochener Plan. Ursprünglich muss das mal eine Küche gewesen sein, was sie aber nur an dem aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts stammenden Holzofen mit seinen zwei Kochplatten erkennen konnten. Denn davon abgesehen ähnelte dieser Raum eher einem Labor eines Wissenschaftlers, der sich selbst immer zwei Schritte voraus war und bei der Konstruktion seiner Apparaturen keinen Wert auf Übersichtlichkeit legte. Das wiederum sah seinem Vater sehr ähnlich. In den Ecken stapelten sich Plastikkanister unterschiedlichster Größen, beschädigte Reagenzgläser waren auf dem Boden zerstreut, der Tisch stand voll mit Kolben diverser Größen. Eine Sorte davon war sicherlich der Erlenmeyer-Kolben. An diese Bezeichnung konnte Tobi sich noch aus dem Chemieunterricht erinnern. Zuordnen konnte er sie aber nicht mehr. Auf dem Dielenboden erkannte er Ätzspuren. Hier war mit ganz schön aggressiven Stoffen hantiert worden. Eine der Wände wies deutliche Brandspuren auf. Der direkt darüber liegende Deckenbalken wurde bei diesem Malheur gleich mit angekokelt. Die Experimente, die sein Vater hier vollzogen hatte, entsprachen bestimmt nicht den gängigen Schutzprotokollen. Es roch äußerst streng nach Ammoniak, was aber wohl eher vom Mäuse- und Rattenkot herrührte, der malerisch im ganzen Raum verteilt war. Sie fanden auch Notizbücher bzw. deren Überreste. Feuer hatte sie so weit in Mitleidenschaft gezogen, dass leider nicht mehr zu entziffern war. Ob dies eine Folge des augenscheinlichen Brandunfalls war oder ob Dr. Schwendinger sie absichtlich angezündet hatte, konnten sie nicht sagen. Auf einem Whiteboard waren noch verschmierte und verwischte Überreste von chemischen Formeln zu erkennen. Aber selbst vollständig und sauber runtergeschrieben, hätten die drei nichts damit anfangen können. Ihre chemischen Kenntnisse gingen gerade so weit, dass sie wussten, wie man Fürze anzündete und dass man dies im besoffenen Zustand tunlichst unterlassen sollte. Hier kamen sie nicht weiter. Also lieber keine unnötige Zeit verschwenden und im ersten Stock nachschauen, ob sich vielleicht dort irgendwo was Brauchbares finden ließe. Sie mussten sich eingestehen, dass ihnen das Atmen zusehends schwerer fiel. Der faulige Mief lag zentnerschwer in der Luft. Das Flackerlicht half nicht gerade, um ihre Konzentration zu stärken. Allmählich wurde ihnen ganz duselig, so richtig klar im Kopf waren sie definitiv nicht mehr. Tobi übernahm wieder die Führung des verunsicherten Suchtrupps. »Wartet erst mal hier unten. Ich teste, ob die Stairs uns noch aushalten.« Nach kurzer Pause ergänzte er. »Ich habe ja so einen trockenen Hals. Ein Königreich für einen Schluck Wasser.« Das ordentlich gesalzene Mittagsmahl in Kombination mit der stickigen Luft ließ sie alle nach kühlender Flüssigkeit dürsten. Jetzt das Ganze zu unterbrechen, um draußen ein Päuschen einzulegen, wollte aber keiner. Durchziehen, abhaken, weiter auf der Reise. So lautete die Devise. Mit einem scherzhaften »Mann oder Memme« scheuchte Ingmar Tobi die Treppe hoch. Shovi-Sprüche hatte er noch immer auf Lager, so schnell entledigte man sich dann doch nicht der jahrzehntelang getragenen Kleider. Sich krampfhaft ans Geländer klammernd, testete Tobi mit einem Fuß Stufe für Stufe. Und das war auch gut so. Denn obwohl mal äußerst massiv gebaut, gab bereits die zweite Stufe auf überschaubaren Druck hin nach. Morsch war dafür gar kein Ausdruck, es glich eher einem Wunder, dass sie bis zu Tobis Berührung durchgehalten hatte. Mit entsprechend größerem Schritt wurde die dritte Stufe inspiziert. Hier erst bemerkte Tobi, aber glücklicherweise noch rechtzeitig, dass der folgende Abschnitt mit Scherben gespickt war. Aber nicht einfach nur lose herumliegende Scherben, sondern bewusst mit Baukleber oder ähnlichem Material befestigte, spitz nach oben ausgerichtete Glasscherben. Eine Art Abwehrmaßnahme, vermutete Tobi. Was hatte sein Vater dort oben zu verbergen? Vor wem musste er sich schützen? Oder war er vielleicht einfach nur paranoid geworden? Letzteres sah Tobi fast als plausibelste Erklärung an. Sein Vater hatte dieser Tage wahrlich keinen guten Stand bei ihm. Um auf der Akzeptanz-Verständnis-Skala wieder in den grünen Bereich zu gelangen, musste er jetzt so langsam mal richtig abliefern. Pierre fand im Flur einen leeren Sack aus grobem Jutestoff, den Tobi dreifach gefaltet als Trittschutz verwendete. Sich jetzt noch zusätzlich die Füße aufzuschlitzen, wäre suboptimal gewesen.
wobei es für solche Malheure letztendlich nie einen passenden Zeitpunkt gab. Oben angekommen, beorderte Tobi die beiden doch schleunigst zu folgen. Der modrige Geruch, den er mittlerweile ganz klar den allgegenwärtigen Pilzkolonien zuordnete, intensivierte sich weiter und machte sich sogar im Mund breit. Bildete er es sich ein, den Schimmel schmecken zu können, sobald er sich die Lippen ableckte? War dieser Pilz etwa so potent, dass er problemlos über die Luft auf den Menschen übersprang? Wo waren sie hier reingeraten? Nur nicht allzu tief reindenken, sonst bestand auch für ihn die Gefahr, in paranoide Denkmuster zu verfallen. Lag vielleicht tatsächlich genetisch verankert in der Familie, wer wusste das schon? Im oberen Stockwerk gab es nur einen einzigen Raum, denn alles, was sie vorfanden, war eine massive, nachträglich eingebaute Stahltür, die definitiv nicht aus der Gründerzeit der Mühle stammte. Wäre der schwere Riegel, wie vom Installateur vorgesehen, mit einem Vorhängeschloss am Stahlrahmen fixiert gewesen, hätten sie spätestens jetzt ein gravierendes Problem gehabt. Das Schicksal meint es jedoch gut mit ihnen, denn das Vorhängeschloss entdeckten sie von daumendickem Staub bedeckt auf dem Boden. Zu dritt stemmten sie sich gegen die Tür, hinter der man aufgrund ihrer Dicke wahrlich so etwas wie einen Goldschatz vermuten konnte. Mittlerweile wäre Tobi irgendein konkretes Lebens- oder sogar Todeszeichen lieber gewesen, als in Form von Dukaten und Diamanten für den Rest des Lebens ausgesorgt zu haben. Nach dreifachem Hauruck hatten sie die Tür besiegt und tapsten benebelt und merklich verschwurbelt in das Zimmer. Die Dachschrägen verliehen dem dunklen Raum etwas Bedrückendes und Verliesartiges. Der Lichtschalter funktionierte. Eine Leuchtstoffröhre, die entlang des Giebels angebracht war, warf bis in die hinterste Ecke kaltstichiges Licht. Was sie zu Gesicht bekamen, schockierte und verblüffte sie zu ähnlichen Anteilen. Der Boden, ein Meer aus wild vollgekritzeltem Papier, ein Großteil zerknüllt, in Fetzen gerissen, die Wände und Dachschrägen ohne Lücke mit Alufolie überzogen. Doch hier hörte der offensichtliche Wahnsinn nicht auf. Die Alufolientapete hatte Tobis Vater mit noch mehr Formelfragmenten, wirren Notizen und Gedankenbruchstücken beschrieben. Eddings in verschiedenen Farben und Stärken waren zum Einsatz gekommen, zwar ohne Zweifel vielschichtig, und das im doppelten Sinne. Ich komme mir ehrlich gesagt so vor, als wären wir im Kopf deines Papas, mitten in der Schaltzentrale, sagte Pierre kopfschüttelnd. Um eine angemessene Antwort ringend, taumelte Tobi durch den Raum. Wie durch frisch gefallenen Pulverschnee watete er durchs Papier. Sie entdeckten ein Feldbett, der Schlafsack darauf faulte vor sich hin und stank entsprechend. Als Pierre ihn vorsichtig aufschlug, sahen sie auch warum. Eine tote, verweste Marderfamilie hatte dort im Daunenflaum ihre letzte Ruhe gefunden. Ingmar musste unvermittelt würgen und Tobi warf ihm einen bösen Blick zu, jetzt bloß nicht loszubrechen. Sie hielten Ausschau nach persönlichen Gegenständen, aber Fehlanzeige. Hier hatte sich einer voll und ganz mit Haut und Haar in den Dienst der Wissenschaft gestellt, wenn auch nach wie vor ungeklärt war, welche Form der Wissenschaft hier praktiziert worden war und ob diese zum Beispiel auch ethisch vertretbar war. Daran zweifelten sie, insbesondere aufgrund der obskuren Raumgestaltung. »Also irgendwie müssen wir hier mit System ran«, gab Ingmar zu bedenken. »Sonst stiefeln wir mit leeren Händen raus. Lasst uns die Papierflut komplett dort an die Wand schieben. Finden wir vielleicht irgendwas, das sich darunter verbirgt.« Gute 10 Minuten später war die Arbeit erledigt und sie hatten tatsächlich einen kleinen Erfolg zu verbuchen. Sie stießen auf ein medizinisches Gerät, das Tobi als Injektionspistole identifizierte. Im Handschuhfach war ihnen eine Ampulle mit unbekannter Flüssigkeit hinterlassen worden. Hier jetzt die Apparatur, um sich den Stoff in die Venen zu schießen. Es konnte kein Zufall sein. Tobi verstaute sie in seiner Jackentasche. Wer weiß, wozu das Ding nochmal gut sein wird, raunte er mehr zu sich selbst als zu den beiden anderen. Es fiel ihm schwer, die beiden zu fixieren. Formen und Farben verschwammen zusehends. Rausfinden, wo dein Dad steckt, werden wir damit aber auch nicht, pöbelte Pierre sichtlich genervtlos. »Na dann leg mal los und entziffere den Scheiß hier, Mr. Smarty Pants«, motzte Tobi zurück. Nase an Nase standen sie sich gegenüber. Aufgrund der verfahrenen Situation war die Zündschnur bei beiden extrem kurz.
Ingmar bereitete sich mental schon darauf vor, dazwischen zu gehen, wenn das verbale Scharmützel physischen Charakter annehmen sollte. Weil die beiden Streithähne keine stichhaltigen Argumente vorbringen konnten, schnauften sie lediglich betont aggressiv und versuchten, seltener als das Gegenüber zu blinzeln. »So eine Kacke, die du uns da eingebrockt hast. Was machen wir überhaupt? Weißt du was? Ich hau ab, mir reicht's. Für den Dreck hier bist ganz alleine du verantwortlich«, brach es nach einigen Sekunden des witzlosen Duells aus Pierre heraus. Im Affekt, aus Wut, aus Enttäuschung und vor allem Verzweiflung stieß Tobi seinen Freund mit voller Kraft von sich weg. Von der Wucht und der Plötzlichkeit kalt erwischt, verlor Pierre das Gleichgewicht und knallte ungebremst gegen die Wand hinter ihm. Pierre heulte verständlicherweise auf, angenehm war der Sturz mitnichten. Was sie aber alle drei noch mehr in Aufregung versetzte. In dem Moment, da Pierre und die Wand Bekanntschaft machten, ging die Leuchtstoffröhre aus und schwarzlich tauchte das Zimmer in diffuses, farbenumkehrendes Licht. Genau dort an der Wand hinter der Alufolie musste sich ein geheimer Schalter verborgen haben. »Und da, sag mal einer, Gewalt würde keine Probleme lösen«, lachte Ingmar auf. Die Aggression verflog im Nu. Tobi und Pierre konnten nicht anders als mitzulachen. Und das Lachen vertrieb automatisch einen Teil der Anspannung aus ihren Gliedern. Erst nach ein paar Augenblicken fiel ihnen auf, dass im Schwarzlicht das Notizenchaos nicht mehr zu erkennen war. Ringsum an den Wänden waren nun Zahlen verstreut. Ein paar in Neongrün und ein paar in Neonpink. In jeder Farbe 4 Zahlenpaare, jeweils eines mit einem nachgestellten Anführungszeichen oben, dann eines mit einem Punkt, eines mit Apostroph und eines mit einem hochgestellten Kreis. Die letzten beiden Pärchen hatten zudem einen Buchstaben an erster Stelle, einmal ein großes N und einmal ein großes E. Die Menge an Informationen, die sie nun entschlüsseln mussten, war immerhin überschaubar, klar begrenzt, ein Fortschritt. Dennoch schmerzten ihnen die Köpfe, viel zu lange waren sie schon in diesen gruftähnlichen Gemäuern. Der Sauerstoffgehalt kratzte nach wie vor gerade so an der Grenze, die sie vor der Ohnmacht bewahrte. »Alright, Guys, Zahlen! Wer von euch war gut in Mathe? Kann man hier nicht eine Quersumme bilden und am Ende übersetzt es sich in Wörter oder so?« fabulierte Tobi. »Wenn das so einfach wäre, ich bin da raus.« Pierre gab klein bei, er konnte und wollte nicht mehr klar denken. Ingmar, in der Hocke, Gesicht auf die Hände gestützt, war andächtig still. Kein Mucks von ihm, obwohl er spüren konnte, dass alle Hoffnungen gerade auf ihm ruhten. Er nahm sich aber die Zeit, versuchte sich zu sammeln, denn auch sein Kombinationsvermögen versteckte sich hinter einem Nebelschleier. Nach und nach formten seine Gedanken murmeliges Kauderwelsch, was sich weiter revolutionierte und am Ende in deutlich verständlichen Wörtern resultierte. »Das ist es! Wow, ich fass es nicht! Also dein Vater! Ein Fuchs, ich sag's dir! Das sind Koordinaten! Zumindest die Bestandteile von geografischen Koordinaten! Ha! So wird ein Schuh daraus! Genau damit teilt er uns mit, wohin wir als nächstes müssen!« Obwohl Pierre und Tobi nicht so richtig verstanden, ballten sie gleichzeitig die Bäckerfaust und sprangen in die Luft, so hoch wie es bei den niedrigen Decken möglich war, juchzten aus vollstem Herzen. »War die elendige Wanderei doch für irgendwas gut«, dachte Ingmar. Pierre zog flugs einen Kugelschreiber hervor und notierte die Ziffern auf einem Zettel. Papier gab es ja genug. »Jetzt aber schleunigst raus hier, ich kann nicht mehr«, gab er unumwunden zu. Volle Zustimmung der beiden anderen. Sie drehten sich zur Tür, aber die war da nicht mehr. Was ging ab? Panisch drehten sie sich im Kreis. Die Tür befand sich auf einmal auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes. Waren ihnen endgültig die Leitungen durchgebrannt? Welchen Film fuhren sie hier? Der Boden schwankte urplötzlich, neigte sich merklich zur Seite. Wie auf einem Schiff bei hohem Seegang mussten sie sich zur Seite lehnen, um stehen bleiben zu können. Raus hier, aber sofort. Alles andere war egal. Sie hasteten zur Tür, klammerten sich auf dem Weg dorthin aneinander. Jetzt nicht auch noch einen verlieren in dieser Hölle. Sie zerrten an der Tür, nichts regte sich. Eine Angst sondergleichen erfasste sie, gellende Schreie entwichen ihren röchelnden Lungen. Das Adrenalin verlieh ihnen die Kraft für einen letzten, verzweifelten Rettungsversuch und so warfen sie sich gemeinsam gegen die Tür, die nach dem ersten Versuch bereits aufsprang.
Durch den Schwung, den sie genommen hatten, stolperten sie unkontrolliert nach draußen. Und dort waren sie dann auch. Also draußen, vor der Mühle. War der Raum nicht im oberen Stockwerk? Wer spielte hier diabolische Spielchen mit ihnen? Die Tür knallte wie von Geisterhand und von einem lauten Wumms begleitet wieder zu. Sie zuckten zusammen und trauten sich zunächst nicht einmal, sich zur Mühle umzudrehen. Aber immerhin hatte die Horrorhütte sie wieder ausgespuckt. Hilflos kullerten sie auf dem Boden umher, Käferchen in Rückenlage, die Beinchen zappelten, ihre Lungen pumpten, kamen gar nicht mehr klar auf das Überangebot an Sauerstoff. Völlig überfordert von den sich gegenseitig überholenden Ereignissen der letzten Sekunden, Minuten, Stunden, drohten ihren Synapsen der Kollaps. Ihre Augen weit aufgerissen, der natürliche Reflex, sie aufgrund des blendenden Tageslichts zuzukneifen, versagte kläglich. Urplötzlich fröstelte sie, trotz der sich nach wie vor oberhalb der 30-Grad-Grenze verlustierenden Temperaturen. Die extreme Luftfeuchtigkeit, die in der dunklen Klinge herrschte, überforderte ihre Kreisläufe, die eher auf Schlingerkurs unterwegs waren, als dass sie in gewohnt austarierten Bahnen ihren Dienst abhielten. Was auch immer da in der Mühle in der Luft schwebte und von ihnen ohne irgendeinen Schutz- oder Filtermechanismus während des gesamten Aufenthalts eingeatmet worden war, gesund war das ganz bestimmt nicht. Hochgradig giftig möglicherweise. Und was sollten sie da jetzt tun, mitten in der Pampa, weder Arzt noch Krankenhaus greifbar? Obwohl ihre Körper eigentlich überhaupt gar nichts mehr tun, sondern nur noch apathisch rumliegen wollten, husteten und röchelten sie sich die Seele aus dem Leib. Ihre Nasen trieften vor gelblicher Rotze, die sich mit dem unkontrolliert aus dem Mund spratzenden Speichel vermischte. In diesem Augenblick waren sie vor allem bemitleidenswerte Gestalten. Zappelnd, dann wieder in Embryonalstellung, dann keuchend auf allen Vieren, dann flehend in die Baumwipfel starrend, dann voller Zorn und Furcht in Richtung Mühle. So, dann hätten wir auch den dritten Teil geschafft. Auch in Anbetracht der Zeit, ich habe jetzt dann doch gemerkt, wie es dann oft so ist, man überschätzt oder unterschätzt sich und die Zeit hat ja alles ein bisschen länger gedauert im ersten Teil. Deswegen lese ich jetzt noch einen Teil, der ist auch ein bisschen länger. Und dieser Teil nimmt uns jetzt mit in die Vergangenheit von Ingmar. Und wie ich ja schon kurz erwähnt hatte, Ingmar war mal ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann mit eigenem Unternehmen auch aus dem Süden Deutschlands, bevor er dann letztendlich da als Obdachloser mitten in Berlin gelandet ist. Und da in diesem Part ist jetzt, glaube ich, da geht's auch mit ihm und seinem Erfolg schon dem Ende entgegen. Aber ich glaube, da lässt sich nochmal schön aufzeigen, was für ein Typ Mann Ingmar in seiner Vergangenheit war. Das Pech klebte aber trotzdem weiter an Ingmars Hacken. Am nächsten Morgen auf dem Weg in die Firma klingelte sein Handy mehrfach. Unterdrückte Nummer. Er konnte sich schon denken, wer sich am anderen Ende befand. Jemand, den er jetzt nicht gebrauchen konnte. Er ignorierte das Klingeln, was zum Ergebnis hatte, dass er eine SMS bekam, die mit ihrer Message nicht hinter dem Berg hielt. Das nächste Mal gehst du ans Handy, wenn es klingelt. Hast dir damit 1.000 Euro extra eingebrockt. In Summe sind es jetzt 5.000. Bis morgen 10 Uhr. Du kennst den Drill. Keine Sekunde später, sonst macht dein Video die Runde. Der Angstschweiß vor der Verhandlung vermischte sich mit dem Angstschweiß, bis morgen wieder Geld auftreiben zu müssen, ohne dadurch Aufsehen zu erregen. Er konnte spüren, wie sich die feuchten Flecken auf seinem Hemd unter den Achseln vergrößerten, darauf hoffend, dass sie nicht auch noch auf das Sakko übergriffen. Voller negativer Energie, die ihn seines sonst so mächtigen Egos beraubte, stieg er auf dem Firmenparkplatz aus seinem Wagen. Der Hemdzipfel hing aus der Hose, er hatte den Gürtel für den hellbraunen Anzug auf Teufel komm raus nicht finden können. So musste er nun alle paar Minuten mit dem Arrangement von Hemd und Hose kämpfen, um tunlichst ein Hose auf halb acht Szenario zu vermeiden. Bei den notwendigen Verrenkungen, während derer er versuchte, mit dem Fuß die Autotür zuzuschlagen, rutschte ihm der To-Go-Becher Kaffee aus der Hand und batzte ungebremst auf den Asphalt zu seinen Füßen. Auf Wiedersehen, zweifacher Latte Macchiato,
Hallo Kaffeeflecken auf Wildlederslippern. Für alles, was man abgab, bekam man etwas zurück. Ein ständiger Fluss von Energie, Kraft, Materie. Ingmar glühte die Birne. Wie ein völlig aus der Haut fahrender Cartoon-Charakter stand er Millimeter und Millisekunden vor dem Explodieren. Es konnte doch alles nicht wahr sein. So viel sich aneinanderreihendes Pech. Wo lag die nicht versiegen wollende Quelle dieser Fettnäpfchen-Ausflüge? Einfach wegrennen, sich verkriechen, war nicht drin. Die Worte der SMS noch bildlich vor Augen. Gerade 5 Minuten, bevor die taiwanesische Delegation eintraf, stolperte er in den Konferenzraum. Seine Mannschaft hatte bereits eigenständig alles vorbereitet. Getränke und Häppchen auf dem Tisch, der Beamer mit der Präsentation wartete auf seinen Einsatz, an jedem Platz fein säuberlich ausgedruckt und zusammengeheftet die unzähligen Tabellen und Diagramme der Geschäftszahlen. Sie hatten verabredet, dass hauptsächlich er und sein Head of Marketing, Tibor hieß er, die Präsentation halten würden. So etwas war immer noch Chefsache. Außerdem waren anwesend seine Assistentin / Sekretärin Jenny, dieses scharfe Luder, und Dirk, der die Buchhaltungs- und Controlling-Abteilung verantwortete. Sollte es letzteren Bereich betreffend spezifische Rückfragen geben, was höchstwahrscheinlich so kommen würde, konnte sich Dirk mal schön abschuften. Bei diesem immer komplexer werdenden Zahlenwirrwarr war Ingmar schon lange nicht mehr auf der Höhe. Natürlich nicht das Schlauste als Boss, aber er wollte sich damit einfach nicht mehr rumschlagen. Wofür investierte man so viel in Personalkosten, wenn das Personal dann nicht auch diese Drecksarbeit erledigen würde? Jenny führte die 4 ernst reinschauenden Taiwaner rein. Was hatte sie da heute schon wieder an? Wie diese Bluse ihre Brüste zur Geltung brachte, der Rock ihre Hüften betonte. Es gehörte echt verboten. Okay, Fokus, jetzt, auf das, was zählte. Sollte es ihm heute gelingen, das Ganze erfolgreich zum Abschluss zu bringen und in Anwesenheit von Jenny zu zeigen, was für ein Macher er war, bekäme er vielleicht sogar endlich eine Chance, bei ihr zu landen. Er hatte schon alles Mögliche ausprobiert, sie umgarnt mit meist eindeutig zweideutigen Sprüchen, ihr kleine Aufmerksamkeiten mit ins Büro gebracht, auch das ein oder andere Mal zum Lunch beim Italiener eingeladen. Das hatte sie im Arbeitskontext immer noch akzeptiert. Sobald er aber so etwas wie ein Dinner oder ein paar Drinks am Wochenende in einer der angesagtesten Rooftop-Bars in Stuttgart ins Spiel brachte, vertröstete sie ihn mit Ausreden. Sie spielte mit ihm, es war offensichtlich. Sie hatte ihn in der Hand, was konnte er dagegen schon tun? Die Gene des Jägers ließen sich nicht ohne weiteres abschalten. Erst wenn die Beute in seinem Bett lag, war er in der Lage, das Kapitel abzuschließen und einen Haken dahinter zu setzen. Alles andere kam einer schändlichen Niederlage gleich. Und dann war da ja noch Tibor. Wäre er nicht so verdammt gewieft gewesen in dem, was er für seine Firma tat, hätte er ihm mit Hilfe vorgeschobener Gründe schon längst fristlos gekündigt. Ingmar hätte nämlich darauf schwören können, dass da zwischen Jenny und Tibor was lief. In dessen Gegenwart war sie immer so kichrig und setzte ganz besonders ihre Vorzüge in Szene. Hatte sie eigentlich einen Freund? Verheiratet war sie nicht, das wusste er wegen der Lohnabrechnung und Steuerbezüge. Dann saß da also ihr unwissender Freund in freudiger Erwartung auf seine angebetete Herzdame zu Hause rum, und sie vögelte sich hier mit dem ach so schlagfertigen Tibor, der mit seinen Grübchen alle Damen zum Schmachten brachte, frivol durch die Nachtschichten, wenn alle anderen Kollegen ihre Arbeit bereits beendet hatten. So lief das doch. Er hatte das alles durchschaut. Den, der das ganze Spiel, das sie da spielten, erfunden hatte, führte keiner so schnell hinters Licht. Auf frischer Tat ertappt hatte er sie noch nie. Aber er war sich sowas von sicher, denn Jennys Haar sah zerzauster aus als üblich, wenn sie aus Tibors Büro kam, und dessen Grinsen war breiter, wenn er dann mit ihm anschließend die Marketingpläne für das nächste Quartal durchging. Der musste ein ordentlicher Stecher sein. Na, kein Wunder. In dem Alter quoll Ingmar auch noch über vor lauter Testosteron. Und dennoch war es höchste Eisenbahn, dass sie endlich den wahren Hengst im Unternehmen kennenlernte. Er konnte nicht auf ewig als so offensichtlich Gehörnter durch die Flure tigern, da lachte sich doch irgendwann die gesamte Belegschaft ins Fäustchen und seiner Autorität konnte er beiwinken. Auch die berühmten römischen Kaiser waren am Ende doch alle an einer Frau gescheitert, zu Fall gebracht vom wohlig warmen Busen.
der verheißungsvolle Schoß der Geliebten. Nicht mehr und nicht weniger als das Kryptonit eines jeden Mannes, der für Größeres bestimmt war. Brach man es herunter, blieb nur die Erkenntnis, die im Kern von allem steckte, was diese Welt am Laufen hielt. Die Frauen saßen am längeren Hebel, die Männer nichts weiter als Marionetten in ihren Händen, und dann taten sie immer noch so verletzlich und beschwerten sich ohne Unterlass, forderten die Gleichberechtigung auf allen Ebenen zwischen den Geschlechtern ein. Es war die monströseste Verarschung der Neuzeit, aber ihm hörte ja keiner zu. Nicht genug konnten die kriegen. Und jetzt waren sie mittlerweile mit ihrer ganzen Feminismuskacke tatsächlich kurz davor, die Männer endgültig zu unterjochen. Seine Leidensgenossen mit Gemächt mussten endlich aufwachen. In dieser Hinsicht hatte er jedoch mittlerweile seine Hoffnung aufgegeben. Bei den meisten waren die Eier wohl nur Staffage. Und dann wurde das einzig ehrbare Verhalten auch noch als toxisch bezeichnet. Was für eine Farce. Ingmar, als gewissenloser Opportunist, hatte aber ein Händchen dafür, aus der Not eine Tugend zu machen. So bewegte er sich wie ein glitschiger Fisch im Gewässer der sich andauernd verändernden gesellschaftlichen Maxime. Vortäuschen, vorgaukeln, fingieren, heucheln, für ihn ein Kinderspiel. Die Klaviatur des Sich-Verstellens hätte gut und gerne aus seiner Feder stammen können. Somit vermied er gekonnt, an einen echten oder digitalen Pranger gestellt zu werden. Denn wenn einem Mann seines Formats erstmal MeToo-Schrei ins Gesicht gefeuert wurden, war das Genick aber ganz flink gebrochen. Da half dann auch kein Beteuern und kein Wegducken mehr. Apropos Wegducken. Das konnte er sich heute nicht leisten. Er musste glänzen. Nein, leuchten, Heiland gleich performen. Und dabei fühlte er sich so gar nicht göttlich. Derbste Magenschmerzen ließen ihn zusammenzucken, feuchte Luft aus seinem Gedärm, Vorboten eines Jahrhundertdünnpfiffs, den er sich gerade noch so bis zur Mittagspause verkneifen konnte. Dann diese ewige Schwitzerei. So er nicht schon halluzinierte, verströmte er einen säuerlichen Duft, den er mit dem in seiner Schreibtischschublade deponierten Parfüm zu überdecken versuchte. Ob ihm das gelungen war, konnte er nicht sagen. Höfliche, aber irritierte Blicke prasselten vermehrt nach der Mittagspause vom ovalen Konferenztisch auf ihn ein. Sein heute sehr stockendes Englisch und die fahrigen Ausführungen, die sich durch nicht nachvollziehbare Gedankensprünge auszeichneten, kamen ebenso als Gründe für die irritierten Reaktionen in Frage. Die Verhandlung lief überhaupt nicht nach Maß. Obwohl sein Team andauernd versuchte, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, schwappte Ingmars Unsicherheit nach und nach auf die anderen über. Die scharfkantigen Fragen der potenziellen Investoren, die tief ins Fleisch schnitten, taten ihr Übriges. Sämtliche ausweichende Ausflüchte wurden sofort als solche enttarnt. Und dann noch dieses Komma, das auf einer der wichtigsten Folien fälschlicherweise um zwei Stellen nach links gerückt war. Das brachte das Fass bei allen Anwesenden zum Überlaufen. Bei Ingmar, weil er den so sicher geglaubten Deal in weite Ferne rücken sah, bei seinen Kollegen, weil sie schon ahnen konnten, was dieser Schnitzer bei ihrem Chef auslösen konnte, bei den Taiwanern, weil sie nicht nachvollziehen konnten, wo diese Schludrigkeit herrührte. Der Austausch im Vorfeld war doch so strukturiert und fehlerfrei gewesen, sonst hätten sie niemals diesen Trip auf sich genommen. Unfähige Unternehmen hätten sie zuhauf auch über kürzere Flugstrecken erreicht. Geld, das nicht gewinnbringend investiert wurde und nur däumchendrehend auf dem Konto lungerte, war verlorenes Geld. Stillstand bedeutete Verlust. Und dieser Ausflug ins ferne Deutschland, von dem sie sich einiges erhofft hatten, mauserte sich gerade zum Rohrkrepierer anstelle des ersehnten Rohdiamanten. Chen Hao, der seniorige Verhandlungsführer, hat in seiner Laufbahn schon einiges erlebt. Aber dieses dilettantische Theater ließ nun auch ihn zweifeln, vor allem an seiner professionellen Einschätzung. Solche Fehler konnte selbst er sich nicht zu oft leisten. Die jungen Wilden sägten sowieso schon kräftig an seinem Stuhl. Dem CEO war noch mehr nie genug. Er war der Belag in diesem Stress-Sandwich. Obwohl sich im Pokerface von Chen Hao in den letzten Minuten nicht allzu viel verändert hatte, bemerkte Ingmar, wie das Pendel zu seinen Ungunsten umschwang. Sein Gegenüber presste die flachen Hände mit Dringlichkeit und Druck auf die Tischplatte, so dass die Fingerkuppen ganz weiß wurden. Die Uhr an der Wand tickte unbarmherzig.
brauchte keine Sanduhr, um zu verstehen, dass Ingmar gerade alles durch die Finger rann. Immerhin besaß er noch so viel Anstand und Größe, das offizielle Meeting als fairer Verlierer zu beenden und nicht gleichzeitig heulend und brüllend vor den Gästen auf die Knie zu fallen, Mitleid erheischend, an Krawatten und Hosenbeinen ziehend wie ein bockiges Kind, das im Supermarkt nicht bekam, was es unbedingt haben wollte. Im Innern lebte er dieses Kind ohne Umschweife aus, und mehr als einmal konnte er es gerade noch so züchtigen, bevor es sonst die Kontrolle übernommen und mit süßem Gebäck und Obstgarnitur um sich geschmissen hätte. Der ungefilterte Ausbruch seiner Wut, seiner Verzweiflung, blieb seinem eigenen Team vorbehalten, das nach der Tortur der letzten Stunden gerne auf die cholerische Standpauke verzichtet hätte. Solch ein Spießrutenlauf vor externen potenziellen Partnern, die dann am Ende doch keine Partner wurden, nagte an jedem, der nur einen Funken Leidenschaft in seinen Job investierte. Durch die Bank weg zeichneten sich Ingmars Mitarbeiter vor allem dadurch aus, dass sie sich mit Haut und Haar fürs Unternehmen einsetzten. Das kam einer persönlichen Niederlage für jeden Einzelnen gleich. Diese Schlacht hatten sie schlichtweg unterschätzt, die Strahlkraft ihres Generals überschätzt, weswegen sie jetzt gebrochen und schwer verwundet ins Lazarett humpelten. In der Betriebsküche fanden sie sich alle ein, nachdem die Limousinen des VIP-Fahrservices die bis zuletzt eisig professionellen Taiwaner wieder zum Flughafen chauffierten. Die Küche mit der gemütlich und geschmackvoll gestalteten Sitzecke war so etwas wie der Kokon, in dem zu Arbeitszeiten sozialer Austausch stattfand. So kam es nicht von ungefähr, dass man sich in diesem Safe Space zum Wundenlecken einfand. Doch Ingmar unterband dieses nachvollziehbare Vorhaben vehement. Gegenseitiges, kollegiales Aufbauen? So etwas machten nur Verlierer, aber nicht hier in seinem Reich. Die Sicherungen knallten ihm endgültig raus. Das kleine Männchen des Jähzorns dengelte von innen mit einem Vorschlaghammer gegen seine Schädeldecke. Er beschimpfte, verunglimpfte, zerriss alle anderen, sich selbst badete er in Unschuld, bevor er sich im egozentrischen Bedauern seines eigenen Schicksals ertränkte. Immer musste er den Karren aus dem Dreck ziehen. Irgendwann hatte auch ein zäher Kämpfer wie er keine Kraft mehr, alles alleine hinzubiegen. Und wie dankten sie es ihm? Mit einer Überperformance in Inkompetenz und Fahrlässigkeit. Die tollwütige Raserei basierte von Anfang an nicht auf Fakten, zwangsläufig zimmerte sich Ingmar auf die Schnelle eine Scheinrealität, die darauf zielte, nicht vollends von allen guten Geistern verlassen zu werden. Die saßen schon eine Weile auf gepackten Koffern. Seine Kollegen sahen beschämt und verstört zu Boden, an die Decke, aus dem Fenster, bloß nicht zu Ingmar, obwohl er sie anbrüllte, sie sollen ihm doch gefälligst ins Gesicht schauen, ob sie denn keine ordentliche Erziehung genossen hätten. Es war ein entwürdigender letzter Akt, den sich nur ein sehr sadistisch veranlagter Autor in dieser Form hätte ausdenken können. Ingmar fand kein Ende, einen roten Faden suchte man bereits zu Beginn seiner Wutrede vergeblich. Es handelte sich um einen letzten, verzweifelten Versuch, die harte Realität zurück ins Niemandsland zu schreien. Seine Mitarbeiter gaben jedem seiner kürzlichen Fehltritte ein Gesicht. Er stand seinem eigenen Versagen gegenüber und wollte nicht wahrhaben, dass er zu tief in der Scheiße steckte, um sich selbst ein weiteres Mal aus den Fängen dieses Schlamassels zu befreien. Bevor er wie das Rumpelstilzchen auf Speed aus der Küche stürmte, setzte er der Szene noch eine unrühmliche Krone auf, indem er Tibor ohrfeigte, weil der ja in Ingmars Augen den Zahlendreher verursacht hatte. Und dieser Zahlendreher hatte schließlich dafür gesorgt, dass sie nun mit leeren Händen und vor allem leeren Kassen dastanden. Der folgenschwerste Zahlendreher, der alle, und zwar seine Bemühungen zunichte gemacht hatte. Zack, Wumms, aus die Maus, Ende Gelände, Schicht im Schacht, Ruhe in der Truhe. Ingmar flog zu allem Überdruss auf dem Parkplatz noch auf die Schnauze. Der Belag des vor wenigen Monaten neu angelegten Parkplatz war vom anhaltenden Nieselregen spiegelglatt. Die Ledersohlen seiner in Italien handgefertigten Schuhe waren im Grunde nur fürs Parkett von Entscheidungszentralen, teuren Restaurants, Zigarrensalons oder Fünf-Sterne-Hotels gedacht. Gegen astrein gegossenen Flüsterasphalt in Kombination mit Nässe waren sie machtlos. Mit angeprellter Hüfte und verdrecktem Hosenboden fluchte er sich auf den Fahrersitz seines Sportwagens mit dem Sternemblem. Im Handschuhfach fand er eine ungeöffnete Schachtel Zigaretten, und dann brach er seine eigentlich eiserne Regel.
Im Auto war das Rauchen strikt untersagt. Das Auto betrachtete er als Ort der Reinheit, der nackten, unkompromittierten Stärke. Ein Tempel, nein, der Tempel seiner Männlichkeit. Sobald eine Kippe bis zum Filter runtergebrannt war, steckte er sich die nächste in den Mund. Der Qualm im geschlossenen Wagen nahm ihm die Sicht, sein Mund schmeckte wie ein Randvoll mit kalten Zigarettenstummeln gefüllter Aschenbecher. Sein Magen, der heute nur mit Kaffee konfrontiert worden war, lehnte sich gegen die einseitige Behandlung auf, schickte den Vorboten Galle in Ingmars Rachen, um sein selbstzerstörerisches Konsumverhalten zu stoppen. Ingmar gehorchte notgedrungen und beendete das obsessive Rauchen, jetzt noch, eventuell von seinen Mitarbeitern heimlich beobachtet, aus dem Auto zu kotzen, hätte seiner Glaubwürdigkeit und Würde den Todesstoß versetzt. Wie hatte es so weit kommen können, dass er jetzt so tief in diesem klaustrophobisch engen Tunnel feststeckte? So tief, dass weder ein Ende noch irgendwo ein Hauch von Licht zu erhaschen war. So fest, dass er verstand, es ohne fremde Unterstützung nicht mehr rauszuschaffen. Wohin sollte er jetzt flüchten? Ja klar, weit weg von dieser unsäglichen Schmach. Nach Hause zu fahren war keine Option. Er hätte nicht im Ansatz gewusst, wie er es seiner Frau erklären sollte. Dieser ganze ekelhafte Rattenschwanz. Würde er damit anfangen, könnte er sich sofort die Kugel geben und sich diesen Stress mit Marion ersparen. Da gäbe es dann nämlich nur Gezeter über Gezeter, Vorwürfe ohne Ende. Das habe ich dir schon vor Ewigkeiten prophezeit, dass alles so den Bach runtergeht, nur weil du nie den Hals voll kriegen kannst. Nein, danke. Freunde. Ja, zu Freunden abhauen, sich verstecken für eine Weile, sich aufbauen lassen. Ist doch alles halb so wild, du hast nichts falsch gemacht. Problem? Er hatte keine echten Freunde. Saufkumpels, Stammtischbrüder, Business Buddies. Parolen, dummes Gelaber, die Verbundenheit mit dem Fußballverein, gemeinsame Geldinteressen, junge Mädels, an denen noch alles straff war. Das war es, was ihn mit diesen Typen verband. Aber nichts Echtes, nichts, was der wahren Persönlichkeit, dem Kern seines Wesens, ihrer Wesen entsprang. Gefühle, die Menschlichkeit oder Verletzlichkeit offenbarten, fanden niemals statt. Es wurde andauernd nur vorgegeben und angegeben. Er hätte sich weder getraut, einem dieser Männer diese kranke Geschichte aufzutischen, noch hätte einer dieser Männer wirklich zugehört, geschweige denn eine reflektierte Meinung dazu abgeben können. Er war allein. All die Jahre hatte er sich etwas aufgebaut, was sich jetzt als völlig wertlos herausstellte. Er hatte sich selbst, nichts ahnend, bunte Glasperlen untergejubelt, die ihm nun durch die Hände rieselten und einfach zu überhaupt nichts zu gebrauchen waren. Sie wussten keinen Rat und blieben stumm, trotz seines nicht enden wollenden armseligen Wimmerns und Wehklagens. Ja. Damit hätten wir jetzt, denke ich mal, die Leseparts. Und wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.